Nur weil es das Ökosystem ist, müssen wir ja noch lange nicht an der Peripherie sparen. Deswegen hat uns Cooler Master respektive die Gaming-Linie CM Storm mit einem guten Care-Paket versorgt. Wir haben hier einmal ein Headset, eine Maus, Mauspad natürlich und eine Tastatur. Fangen wir mit der Tastatur an. Und zwar haben wir hier eine mechanische Tastatur von Cooler Master. Das betrifft natürlich nicht nur die Switches, sondern in dieser Ausführung ist das Keyboard nämlich ziemlich edel. Wir haben hier nämlich ein Aluminium-Cover, das sich aufgrund der Torx-Schrauben hier komplett für die Reinigung zum Beispiel entfernen lässt. Wir haben hier für die LAN-Party-Gänger haben wir hier auch noch einen Haltergriff und wie gesagt mechanische Schalter in dieser Ausführung hier mit blauen Cherry MX Switches. Beleuchtet ist das gute Stück natürlich auch. Wir haben eine weiße Beleuchtung, die wir in der Intensität natürlich regeln können. Ihr könnt mit dem Teil 75 Makros programmieren und speichern und in verschiedenen Profilen sichern. Wir haben hier an der Rückseite sogar Audioanschlüsse, also einmal für Kopfhörer, einmal fürs Mikrofon. Dann haben wir hier Mini-USB, um die Tastatur mit dem PC zu verbinden. Und wir haben zweimal sogar USB 3.0. Das heißt, ihr müsst nur, weil es die USB-Anschlüsse an der Tastatur sind, nicht auf die Geschwindigkeit verzichten. Ja, so viel gibt es erstmal zur Tastatur, zur CM Storm Mech zu sagen. Und Cooler Master hat uns dazu auch die passende Maus dazu gegeben, und zwar die CM Storm Reaper. Auch die hat einen Aluminium-Buddy, der sich ebenfalls wechseln lässt. Da haben wir das gute Stück mit der Anleitung. Das auch gleich mal raus. Wir haben hier natürlich in dieser Preisklasse ein gesleevedes Kabel. Und hier seht ihr also schon das Aluminium Backcover, was sich ebenfalls durch dieses kleine Löchlein hier einfach abschrauben lässt. Auch das Scrollrad ist aus Aluminium, völlig massiv. Und wir haben insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 zusätzliche Tasten neben den obligatorischen Links- und Rechtstasten. Wir haben hier bei der Reaper einen Lasersensor, der mit hochempfindlichen 8200 dpi auflöst. Willkommen natürlich für Sniper oder ähnliches, aber ihr könnt natürlich die DPI über die Tastenbelegung ganz einfach in verschiedenen Stufen umschalten on the fly. Bei dieser Daumentaste gibt es eine kleine Besonderheit, denn solange ihr diese haltet, werdet ihr eine vorher definierte DPI-Zahl erhalten. Also wenn ihr zum Beispiel am Snipen seid und braucht aber dann beim Zielen in diesem Moment diese hohe DPI-Zahl, haltet ihr diesen sogenannten Klatsch-Button gedrückt und schießt, und wenn ihr dann eine niedrigere Auflösung braucht, lasst ihr einfach die Taste los und spielt einfach weiter wie vorher. Auch hier könnt ihr natürlich im Treiber verschiedene Makros, Profile und so weiter und so fort alles abspeichern, direkt auf den Onboard-Speicher der Maus. Wir haben hier auch natürlich eine Beleuchtung, hier in Form dieser kleinen Scheinwerfer, nennen wir es mal so. Auch die Farbe leuchtet in weiß wie bei der Tastatur. Für die richtige Oberfläche und für das korrekte Gleitverhalten der Maus liefert uns CM Storm auch noch das Speed RXM Mauspad mit, in der mittleren Größe. Tja, und wer nicht laut seine Spiele zocken kann oder Filme am PC gucken will, am Ökosystem, für den hat CM Storm auch ein Headset mit ins Paket gepackt. Und zwar das CM Storm Cirrus C. Dabei handelt es sich um ein sogenanntes 2.2 Headset. Warum 2.2? Denn ihr habt in jeder Ohrmuschel einen großen Treiber für die Höhen und Mitten und einen gesonderten Treiber jeweils in jeder Ohrmuschel für die Tiefen. Wir packen das jetzt hier erstmal aus. Wie vorhin schon erwähnt, habt ihr hier 2.2 Audiotreiber, das heißt, ihr habt in jeder Ohrmuschel zwei Audiotreiber. Einmal in 40 mm Größe und einmal in 44 mm Größe. Wir haben hier auch einen flexiblen Mikrofonarm und eine kleine Statusleuchte, die euch anzeigt, wann euer Mikrofon stumm geschaltet ist. Weitere Besonderheit bei diesem Headset
ist hier diese kleine Fernbedienung, die am Kabel mit dran hängt. Und zwar ist hier drin auch ein kleiner Verstärker eingebaut, um eure Klänge noch einmal aufzuwerten, wenn ihr zum Beispiel an der Konsole zockt. Denn dieses Teil hier ist auch kompatibel unter anderem mit der PlayStation 4. Ihr könnt hier auch das Mikrofon stumm schalten und den Modi umschalten, wenn ihr zum Beispiel am PC oder an der Konsole spielt und natürlich auch die Lautstärke beeinflussen. Auch hier die Mikrofonlautstärke, also die Chat Volume, lässt sich hierüber steuern. Wir haben hier auch genug Kabel dabei, zum Beispiel Analogkabel, um das Ding eben auch an den Konsolen zu betreiben. So viel nun zum Gesamtpaket, Peripherie und Sound von Cooler Master respektive CM Storm. Wir haben hier einen Gesamtwert von über 320 Euro. Und ich glaube, ihr könnt damit selbst am Ökosystem richtig standesgemäß zocken. Wenn ihr die Höllenmaschine Nummer 6 mit dem gesamten fetten Zubehörpaket gewinnen wollt, dann macht mit, indem ihr einfach dieses Video hier anguckt, was wir aktuell einblenden, oder indem ihr den Link folgt, den wir hier in der Infobeschreibung haben. Denn dort erklären wir euch in einem separaten Video, wie ihr dieses Jahr an der Verlosung teilnehmen könnt. So, das war's mit der Peripherie fürs Ökosystem der Höllenmaschine 6 und ich räume jetzt ein bisschen auf, denn wir müssen noch ein bisschen basteln. Macht's gut!